Meine erste leidenschaftliche Musik war diese Anfang 70er Glamrock-Geschichten, so David Bowie und der ganze Kram. Und das war für mich so die erste leidenschaftliche Entdeckung. Ja, und jetzt höre ich sehr viel, beziehungsweise lege auch auf, diesen belgischen New Beat Sound und Acid und alles, was halt richtig hart ist, hat sich halt bei mir auch genauso entwickelt, dass man halt so einen Gesamteindruck bekommt von so einer Kraft, wo man halt so ein bisschen Angst vor hat. Also so eine ganz innerlich treffende Angst. Okay, ja, jetzt zeige ich mal was zu diesem neuen Sound, den ich gerade versuche. Ich habe sogar jetzt den Begriff dafür gefunden, es wird postpatriotische polnische Heimatmusik. Ja, das halt kombiniert mit einer Thematisierung vom jetzigen Polen halt. Also mit sehr primitiven Texten, aber das vermisse ich halt gerade auch in der polnischen Musik, dass sobald polnisch gesungen wird, wird immer irgendwie eine Geschichte erzählt. Er hat uns von klein auf neugierig gemacht. Für uns war er schon immer ein Künstler, schon als kleines Kind. Das war unglaublich. Also, dass er überhaupt etwas gesungen hat und so, das war auf dieser Feier. Dieser erste Auftritt, ja. Wir waren sehr überrascht. Das war am Weltkindertag, organisiert von der polnischen Schule. Die Lehrerin kam auf die Bühne und fragte, ob eins der Kinder ein Gedicht vortragen oder etwas singen würde. Wir waren verblüfft, es hat sich ein Kind gemeldet und das war Zimek. Für viele sind Underground-Künstler gleich totale Einsamkeit, Zerstörung der Familie. Aber wenn man sie besser kennenlernt, sieht man, dass das ein Klischee ist. Es gibt da auch eine Sehnsucht nach Familie, nach einem familiären Gefühl. Das ist mir sehr wichtig, nicht nur in der Familie, auch mit anderen Menschen. So eine Wärme, so eine Nähe herzustellen, das hat für mich großen Wert. Für mich ist das Wichtigste überhaupt das Entwicklung in allem und genauso in mir halt. Also das muss einfach stattfinden, dass ich Facetten von mir zeige so und dass ich dadurch auch mit mir selber halt gucke, so worauf habe ich Lust, was will ich und dadurch halt auch Sachen zulasse, die ich sonst nicht zulassen würde, wenn ich mich in so eine Kategorie reinstecken würde. Auf einmal bin ich dann halt eine Frau mit High Heels und mit rotem Lippenstift und dann später bin ich jetzt totaler Macho-Typ irgendwie und bin mit meiner Band so sehr coole Rocker irgendwie und hätte ich auch ein super Ding. Seit 3 Jahren habe ich diese Band Blue Zones Noir. Mittlerweile covern wir halt Jamaica Jamovic Songs und nehmen irgendwelche elektronischen Songs aus den 80ern und setzen die halt in so eine apokalyptischen Gitarrensound halt um. Und man muss irgendwie überraschen, so. Man muss die Leute auch so ein bisschen irritieren, also dass man die Leute immer mit einer Frage konfrontiert, was ist das eigentlich? Und dadurch auch diese Neugier entdeckt, da weiter rumzugucken und rumzusuchen.